So, ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Ihr seht schon, ich bin schon wieder voll in der Welt unterwegs. Ich habe ein schönes Quartier oben auf dem Berg mit abends Sicht im Regen. Gestern wieder. Heute habe ich eine lange Etappe mit 26 Kilometern. Ich treffe nochmal Brigitte und Marion, aber leider trennen sich dann erstmal unsere Wege. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Bis später. So, hier sind Lucienne und Jean-Pierre, wo ich heute übernachtet habe, total lieb. Die Schafe sind auch schon wieder wach. Und dann treffen wir uns in Saint-Romain und wandern gleich wieder berghoch zu Le Grand Chêne, wo auch die nördliche Variante wieder auf den Jakobsweg trifft. Dann wechseln wir die Region und finden hier südländisch anmutende Sachen wie bewachsene Schuhe. Zugewachsene Straßen. Sehr angenehm bei der Hitze. Immer wieder schöne Ausblicke. Ich habe ja heute beschlossen, meine Route zu ändern und laufe jetzt mit den beiden nach La Rochelle de Contrieux und versuche eine Übernachtung zu finden. Und hier ist die Geisterkirche, ich nenne die mal so, weil ihr werdet gleich sehen, warum. Die ganzen Heiligen sind nämlich eingehüllt. Bis auf Saint-Prin, der wird sogar vom Fenster, vom Licht angestrahlt. Noch einmal geht es hoch, bevor wir dann endlich zur Rhone absteigen. Die Bilder sprechen für sich. La Rochelle de Contrieux ist ein altes Städtchen, aber mit großem Hafen. Es hat sehr viele Boote hier, auch schon, ja, würde schon eher sagen Yachten. Die Brücke auf die andere Seite nach Contrieux. Und dann müssen wir wieder nach oben steigen, bis zu unserem Quartier. Dass wir nur über einen Fahrstuhl erreichen, sehr spannend. Das ist der Blick aus meinem Fenster. Grandiose Aussicht, oder? Und dann warten wir drei Grazien aufs Essen, ziemlich hungrig. Und danach habe ich nochmal eine tolle Sicht auf die Rhone und auf Contrieux. Also das ist schon ein Traum.